Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit dem 1357 Ausführung F, den es eine gewisse Zeit lang zu kaufen gab, meines Wissens aber jetzt nicht mehr käuflich erwerbbar ist. Wir sind hier 7 Scout, deswegen hier das 10er Matchmaking. Karte ist Charkov und ja, sind wir mal sehr gespannt, was er hier so reißen wird. Der Panzer schaut sehr, sehr schön aus, finde ich. Gerade mit dieser WGL League Banderole mit dem Weißen. Das ist optisch mal zumindest eine kleine, nette Anekdote sozusagen. Und was macht er? Ja, schaut jetzt erstmal hier, ob er da was findet, ob da was aufgeht. Das sollte eigentlich ein Busch hier sein, aber in dem Fall ist leider irgendwo wohl mit dem Replay ein kleines Problem, kleiner Fehler am Start. Deswegen sind hier nur die Äste, aber keine Büsche zu sehen. Übrigens auch hier mal wieder Modpack ist geupdatet worden von Ode Mortis. Ich habe im Prinzip alles so gelassen, wie es dann dort ist. Ich habe jetzt ein bisschen neues Damage Panel mir zugelegt und die WN8-Kalkulation hier noch rein, aber sonst alles beim Alten. So, mal schauen, was er jetzt vorhat. Da vorne hat er zwar den M100 drauf gemacht, aber hat nicht geschossen, weil da hat er einfach... Oh, den Leopard. Konnte einen setzen. Kriegt dann auch noch ein bisschen mehr raus. Muss er natürlich aufpassen, dass er selber da nicht rausgenommen wird. Ne, so nicht. Na, na, na. So, jetzt aber noch einen. Ne, der auch nicht. Der auch nicht. Na, der dafür nochmal. Ja, 265 Schaden. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber wenn man mal so einen richtigen Kugelhagel rausbekommt, dann ist es sehr geil, da macht der Spaß, weil 15 Sekunden Reload ist für den Clip eigentlich sehr, sehr schnell. Und dann, jetzt sind wir mal gespannt, Objekt. Oh ja, oh ja. Genau so. Da klippt er ihn raus. So schaut das aus. Wahnsinn. Und schon hat er knapp 1000 Schaden gemacht. Und das ist das. Es geht so gut und so schnell, wenn man da mal wirklich mal durchkommt. Ich muss aufpassen, da drüben 1357. Ist natürlich hier beschäftigt. Naja, so wird es auch ein bisschen schwer. Selbst mit, ich glaube, 195 Pen hat er. Und 143 mit normal. Ah, ich bin jetzt der Pop-Up. Oh, T34. Aber jetzt T57. Ja, da kriegt er einen. Noch einen. Und er nimmt ihn raus. Sehr schön. Somit hat er seinen ersten Kill gemacht. Und man sieht schon links ganz schön 1200 Schaden und schon eine WN, die über 1300, über 3000 ist. So ist es richtig gesagt. Also, oh ja, jetzt muss er auf normal laden, weil nur noch 3 Granaten im Magazin ist natürlich nicht allzu viel. Jetzt muss er auf den M103 aufpassen. Der M103, der schaut aber gar nicht auf ihn. Der schaut nicht auf ihn. Das ist ja fabelhaft. Jetzt kriegt er es mit. Und er verschießt. Sehr wichtig. Jetzt kommt er hinter ihn. Kriegt hier sein Magazin raus. 1600 Schaden. Und jetzt kann er den in Ruhe umfahren. Der M103 macht es ja schlecht, dass er da... Er müsste sich einfach an eine Stelle ranstellen, dass er sich nicht mehr so umfahren lassen kann. Aber jetzt... Jetzt hat er den Turm rumbekommen. Aber er schießt nicht. Oh, er verschießt. Okay, jetzt hat er alle Zeit der Welt. Da kommt das ganze Magazin fast raus. IS-3 unterstützt und er macht den Final Shot und nimmt den M103 da aus dem Spiel. So, jetzt ist es schon auch gar nicht mehr so viel am Leben. Nur noch der T32. T32 ist hier drüben, aber der hat auch so gut wie gar nichts mehr. Also da wäre es vergebene Liebesmühe, dahin zu fahren. Und die Artis sind noch am Start. Zuletzt hat er selber die 212A aufgemacht. Und zwar da ganz unten am Kartenrand auf Konrad 2. Und der GB Tiger, der war noch gar nicht offen.
So, mal schauen, aber jetzt 212er findet. Nein, hier noch nicht. Auch nicht. Ja, dann hat sich's wohl verdrückt nach oben. Wahrscheinlich eine Linie irgendwo hin. Übrigens gespielt wird das Ganze, dass man auch noch den Namen erwähnt, von Stony aus meinem Clan. Also an dieser Stelle vielen Dank auch hier nochmal. So, da ist es 212A offen. Der 212, das 212, die 212A. Keine Ahnung, was da jetzt richtig ist. Aber, oh, wird vom Wüstenfuchs rausgenommen. Ein sehr kreativer Name. Aber GB Tiger, vielleicht kriegt er da noch ein bisschen was ab. Ja, ein Schuss. Ein dritter Kill wär doch noch. Nee, ja, komm, nimm ihn raus. Ich glaube, ich komme kein anderer gerade ran. Und er kann ihn rausnehmen und er nimmt ihn raus. Da macht er knapp 2700 Schaden und eine Werden von 11.800. Wirklich nice. Ja, da sieht man mal, was der Panzer so kann und was ihn ausmacht. Die Geschwindigkeit ist nice. Der Clip ist toll. Nur mit dem Penetration muss man so ein bisschen sich arrangieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alkaram.